Moin moin liebe Monkeys und willkommen zu dieser neuen Episode von Fragen am Freitag. Und wir haben 2018, das heißt, ich hoffe, du hast schon ordentlich dich mobilisiert in diesem Jahr. Und wenn du denkst so, wie, was, neues Jahr, neuer Kanal, was ist denn hier los, Monkeys? Wenn du subscribest, bist du Teil der Affenbande auf dem besten Weg, ein Moving Monkey zu werden. Das heißt, einfach hier unten den Subscribe-Button drücken und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Thema des heutigen Videos. Ich habe eine sehr interessante Frage bekommen, nämlich, Leon, kann ich mit Mobility alle meine Verspannungen lösen? Und da möchte ich jetzt heute mal ein bisschen drauf eingehen, denn es gibt da ein paar mehrere Dinge zu beachten. Mit Mobility wirst du einen Großteil deiner Verspannungen auf jeden Fall lösen können, denn was führt das Mobility-Training mit sich? Ganz einfach. Punkt Nummer 1 ist, dass du dich mehr bewegst. Punkt Nummer 2 ist, dass du dich in ungewohnteren und eigentlich natürlicheren Positionen bewegst. Und Nummer 3, dass du dann auch irgendwann deine Gewohnheiten veränderst, dahingehend, dass du dich einfach mehr nach der Bewegung richtest und nicht, dass du dich nach den Sitzmöglichkeiten, die in deiner Umgebung sind, richtest. So dieses Ding, ich gehe in die Bahn, wo ist der Sitzplatz? Und dieses viele Bewegen führt natürlich dazu, dass du letztendlich auch deinem Körper das gibst, was er braucht. Bedeutet, du gibst ihm den Bewegungsinput, ein anderes Wort, was der Kumpel von mir auch gerne mal benutzt, Bewegungsvitamine. Und Vitamine sind natürlich essentiell für uns, für unsere Bewegung, für unseren Kreislauf, für unseres Bewegen, für unseren Bewegungsapparat. Demnach hilft dir Mobility zum Beispiel, dass du dich in Positionen wohlfühlst, die ökonomischer für deinen Körper sind, aber dir vielleicht ungewohnt waren. Bedeutet, ich hatte Leute, die gesagt haben, Leon, das aufrechte Stehen, das tut mir weh. Naja, ist kein Wunder, wenn du 20 Jahre lang in dieser Position verharrst und das immer und immer und immer und immer und immer weiterführst. Ein Thema, was ich ja schon ganz, ganz oft angesprochen habe. Eine Video-Empfehlung dazu ist mit meinem Kumpel Dirk Beckmann hier oben, habe ich dann nochmal ein Interview gemacht. Und zwar Übungen, die du tun kannst, um deine Haltung zu verbessern. So, das war jetzt das ganze Ding rund um Mobility und Verspannungen, aber da ist ja noch was, und zwar das nennt sich Krafttraining. Warum ist Krafttraining genauso wichtig? Mobility ist eigentlich nichts anderes als Kraft, nur Kraft in eine andere Richtung geleitet. Und demnach musst du auch auf die Disbalancen in deiner Kraft schauen. Wenn du einen Muskel hast, der auf der einen Seite stark, auf der anderen Seite schwach ist, dann ist egal, welche Bewegung du mit dieser Extremität machst, derjenige, der schwächer ist, am schnellsten überlastet. Das Ganze führt dann dazu, dass wenn du immer weiter arbeitest und der Hauptmuskel natürlich weiter arbeiten kann, der andere aber schon schreit, nein, 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 bitte hör auf, dass du verspannt bist. Zum Thema Verspannung, wenn du jetzt denkst, ja gut, habe ich Verspannung, ja oder nein, das ist häufig ein Gefühl, was sich einstellt, dass du dich weniger bewegen kannst als normal, dass du vielleicht sogar auch Schmerzen hast oder dass sich sogar Ausprägungen in deinem Körper sichtbar machen, wie zum Beispiel so ein fetter Nacken. Das ist nicht hier, dass jetzt Stirnackenkommando angesagt ist, sondern dass du einfach verspannt bist von dieser ganzen Forward-Head-Position, hochgezogenen Schultern, nicht weil dir kalt ist, sondern weil du einfach latent angespannt bist. Und dementsprechend, wenn du deine Verspannung lösen willst, dann ist Mobility auf jeden Fall der Way to go. Und die zweite Sache, zu gucken, wo sind denn muskuläre Disbalancen vorhanden? Das heißt, wo bist du schwächer bei einer Extremität auf der einen Seite als auf der anderen? Das Ganze hat, um nochmal so ein bisschen Physio-Knowledge hier mit reinzuwerfen, mit der aktiven Inhibition zu tun. Bedeutet, wenn du jetzt die Seite trainierst, die schwächer ist, kann der Muskel auf der anderen Seite, der eigentlich die ganze Zeit ballert, weil er eben stärker ist, auch mal loslassen. Dadurch, dass du den einen aktivierst, wird der andere in seiner Funktion inhibiert. Aktive Inhibition. Dementsprechend gehemmt. Das heißt, der Muskel zieht sich ein schönes Hemd an und geht auf die nächste Abi-Party. Also, um das Ganze zusammenzufassen. Schmerzen, Verletzungen entstehen dann, wenn du Disbalancen hast. Einerseits in deiner Beweglichkeit und in deiner Kraft. Dementsprechend versuchst du ein Gesamtbild zu erschaffen, was sich die Waage hält, damit du auch gut funktionieren kannst und eben keine Verspannung hast. So viel zum Thema Verspannungen, so viel zum Thema Mobility, so viel zum Thema Krafttraining. Und wenn dich noch mehr das ganze Thema interessiert, dann check doch die anderen Videos ab, subscribe auf jeden Fall und die Workshops für das nächste Jahr, nein, für dieses Jahr, wir haben ja 2018, von daher check die unten in der Beschreibung ab und ich freue mich, dich auf meinem Workshop zu sehen, zum Beispiel Calisthenics meets Mobility und mehr Workshops sind in Planung und von daher
würde ich mal sagen, schreib mal in die Kommentare, welche Frage du für die nächsten Fragen am Freitag hast. Und dann werden wir gemeinsam mal schauen, was wir dann machen können, um deine Frage zu beantworten. Zum Beispiel ein neues Fragen am Freitag Video. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, Sonne und Abend und Mond und Sterne und was auch immer. Ich bin raus. Keep moving, stay sexy. Dein Leon.